Wegen Online hat der Leiter Peter Brandenberger beim Regi Bern Fribourg Wallis müssen Abstriche machen. Bei Twitter, Facebook finden redaktionelle Inhalte von Radio Energie Bern bewusst nicht statt. Das sagt der Redaktionsleiter, der Raphael Günther. Erich Hess wird Nationalrat. Das dürfte heiter werden. Das twittert der Redaktionsleiter vom Rabe Info, der Michael Spahr, am Wahlsonntag. Und auf Radio Bern 1 kann man noch heute zu den Wahlen online lesen. Im Herbst wird gewählt. Nein. Absolut. Gut. Ja, Maria Wieland, ich möchte da anfangen. Das ist auch ein Fehler. Es sieht offenbar nicht so aus, dass online Radio Bern 1 jetzt das online besonders wichtig wäre für das. Hast du das heute gerade gesehen? Absolut. Dass das noch drauf ist? Seit mehreren Wochen. Ich sage nicht, dass bei uns keine Fehler passieren, aber da weiss ich, dass es wirklich ein technisches Problem war. Es hat unsere alte Serie und so wegen der Umstellung unserem CMS wieder aufgeladen, teilweise. Aber zur Frage zurück, ja. Ist online, jetzt was, wir reden hier mit der Redaktionsleiter, das möchte ich auch noch einmal sagen. Ist online jetzt, was die redaktionellen Inhalte angeht, das findet nicht wahnsinnig statt jetzt bei euch? Nein, wir setzen den Fokus klar auf das, was am Sender ist. Und wir tun gewisse, eben, wie er gesagt hat, punktuelle Sachen, einfach auf unsere Internetseite lassen, als Podcasts, zum Nachhören. Aber sonst ist das nicht, dass wir unsere News online platzieren. Warum extra. Nicht? Wo wir uns auf unser Kerngeschäft, das Radio machen, ist, noch konzentrieren. Und das ist sicher auch eine Ressourcenfrage. Ganz anders sieht das ein bisschen beim Radio Rabe aus, Michael Spahr. Ich habe es vorhin gesagt, ihr tut sogar eure News vertwittern auf Rabe Info. Was ist da der Hintergedanke? Hat man das Gefühl, wenn man dort twittert noch beim Radio, dass da noch mehr Leute würden Radio hören? Ja, sicher auch. Also online ist sicher auch also wir sehen es voll als Chance. Und Rabe ist, das hat bei Rabe eigentlich auch Tradition. Rabe ist, glaube ich, eines der ersten Webradio in der Schweiz gewesen, überhaupt. Weil es mal im Rabe-Studio gebrannt hat, hat man sich dann eine gute, bessere Infrastruktur kaufen können. Wir sind seit Anfangs, oder sogar Ende 90er Jahre oder so, sogar schon ein Webradio. Und dass wir twittern und so, das ist, bei Rabe ist halt so, dass sie 200 Leute, die Radio machen. Wir sind nur ein kleines Grüppli von 10 Leuten, die professionell dabei sind. Das macht jeder ein bisschen anders. Ich bin jetzt jemand, der gerne experimentiert mit sozialen Medien, am Wahlsonntag zweitenweise twittert, wie blöd. Schon mit der Hoffnung, dass die Leute nachher das Radio einschalten und uns zuhören und von euch ein bisschen wegschalten. Aber es ist auf jeden Fall, ich sehe das als eine Chance, aber es gibt andere Leute bei Rabe, die anders ticken und weniger auf das setzen. Also es kommt immer darauf an, quasi, wer das im Drücker ist und man darf bei Rabe auch politisch unkorrekt sein, sage ich jetzt mal. Absolut, man muss. Sehr gut. Beim Regi ist das nochmal ganz anders. Online ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor bei euch. Das bedeutet natürlich auch mehr Aufwand. Das bedeutet auch, dass irgendjemand das Zeug auch online stellen muss. Hätte das jetzt, was der Journalismus sagt, die journalistische Arbeit, hat das Abstriche gegeben? Beim Radio, Mensch. Ja, man kann es vielleicht anders sagen. Man hat ja immer neue, bessere technische Hilfsmittel. Das haben vorhin auch die Kollegen von der Zeitung gesagt. Und ein Teil von dem, was man dort gewinnt, durch die schnelleren, besseren Mittel, hat man bei uns jetzt zum Beispiel auch den Dritten, also in den Online-Auftritt. Einen kleinen Teil haben wir müssen, quasi, wenn wir jetzt mit den gleichen Leuten wie bis jetzt würden weiterfahren, dann hätten wir ein bisschen mehr für das Radio, jetzt haben wir ein bisschen weniger, aber das ist ungefähr ein Job pro Tag, den wir dann online damit machen. Und, also es ist nicht eine riesige Umlagerung, eine kleine ist es, sondern aber letztlich sagen, ja, wir haben es echt gewonnen durch bessere technische Hilfsmittel. Also konkret könnte man sagen, quasi eine halbe Person ist eigentlich ins Online reingerutscht. Genau. So ein so. Die macht aber dann etwas, die macht dann auch noch anders. Also das ist vielleicht genau, darum ist es eine halbe Person und nicht die ganze. Genau. Ja. Nein, aber ich meine, die macht, die bietet auch dann, die hilft dann uns auch etwas anderes zu bieten. Stichwort Mehrwert, habe ich vorher auch viel gehört bei den Print-Kollegen und das ist bei uns auch so. Wir können vielleicht mal eine Statistik drauf tun, wir können Bilder drauf tun, wir können andere Sachen zeigen und das ist dann im Gesamtprodukt immer der Wert. Jetzt Hand aufs Herz,
Das Regi Bern Freiburg Wallis. Ich würde jetzt mal sagen, der Durchschnittsalter Zuhörer ist wahrscheinlich auch so über 60. Ich würde sagen, gleich wie bei den Zeitungen. Okay, eben. Aber das ist jetzt auch nicht das Klientel quasi für. Das haben wir bei den Zeitungen gesehen, die sind um die 40 so dort aufwärts umeinander. Ist jetzt auch nicht das Klientel quasi für online? Also ist das nicht keine verschwendete Ressource? Ich glaube, eben, wir haben dort eine ähnliche Taktik wie der Kollege vorab, der Michael, der sagt, wir probieren mit dem die Leute an Radio zu bringen. Wir probieren dort auch ein jüngeres Publikum zum Radio zu bringen. Wir haben ja das Gefühl, dass durchaus Infosendungen auf SRF1, dort hier ist das Publikum auch tendenziell jünger. Und das probieren wir anzusprechen oder eben auch mal zu sagen via Twitter oder mit unseren Online-Sachen. Dort hier findet ihr am Radio Inhalte, die euch entsprechen könnten. Also wir machen es nicht für die, die schon Radio hören, sondern wir machen es echt für die, die nicht Radio hören, und man dann mal draufbringen kann und sagen, hört doch auch noch, weil gelost klingt es noch anders als geschrieben im Online. Also quasi Nachhaltigkeit. So. Du hast das jüngere Publikum angesprochen. Da hockt es eigentlich neben dir, respektive. Schon ein Rüssel. respektive, was haben, der Durchschnittshörer vom Radio Energy, der ist so um die 30 herum. Bei euch jetzt, da müsst ihr euch eigentlich überhaupt gar keine Sorgen machen, was Aufwand angeht, was irgendwelche halbe Arbeitsstellen oder so draufgehen ans Internet, wo bei euch findet, bei Radio Energie Bern, was Redaktionellen angeht auf dem Internet, das findet gar nicht statt. Das ist es so. Warum? Was ist das? Das ist ein bewusster Entscheid. Wir haben vor ein paar Monaten nochmal uns eingehend mit diesem Thema befasst. Und er hat gesagt, entweder machen wir es richtig oder machen wir es eben gar nicht. Also wir haben überlegt, ja, wir haben ja verschiedene Beiträge, das ist eine Einleitung. Wir haben auch noch neben den regionalen auch noch nationale und internationale Inhalte, die wir bringen. Und wir haben gesagt, ja, wollen wir denn die zwei Themen jetzt noch mit einem Textchen und mit einem Bild illustrieren? Was bringt es uns erstens und zweitens? Ist es dann genug gut? Also ist es dann ein Mehrwert, wenn ich zweimal im Tag oder dreimal im Tag die Beiträge schauen kann? Wer macht das genau? Müssen wir nicht Ressourcen schaffen für das, dass wir es richtig machen können? Und dort war nachher die Frage, ja, wie sieht die Konkurrenz aus, gerade im Online-News-Angebot? Ich rede jetzt nur von News. Unterhaltung ist nochmal ein anderes Thema, auch bei uns auf der Seite. Ich glaube nicht, dass man die Illusion haben kann, dass irgendjemand, der auf einen Bus wartet, auf eine Radio-Webseite geht und schaut, was ist echt gerade passiert auf der Welt. Da ist das Angebot genug gross, da gibt es ein Newsnet, das wir vorher gehört haben, da gibt es 20 Minuten Blick am Abend, Watson und so weiter. Also, dort in diesem Markt haben wir gesehen, oder in diesem Feld, das lassen wir einfach aus. Ja, aber ihr habt das junge Publikum, also quasi euer Publikum, das da Radio hört bei euch, die sind mit dem Smartphone sind die auf die Welt gekommen. Absolut. Aber wir müssen ja nachher eine umfassende Berichterstattung können bieten, wo wir schlicht auch nicht die Ressourcen haben als Regionalsender. Und wir konzentrieren uns auf unser Hauptthema, das ist das Radio machen. Genau gleich übrigens auch auf Social Media. Das ist für uns ein Unterhaltungskanal. Okay. Und nicht ein News-Kanal in dem Sinne. Gut. Also ich möchte jetzt eigentlich an alle zusammen ganz eine banale Frage mal stellen. Ist es jetzt in der Zeit vom Internet, ist es da schwieriger, Radio zu machen oder einfacher? Vielleicht, du hast da fast mit 23 Jahren Regieleitung fast am meisten, der grösste Rucksack, irgendwie, wenn du zurück dich erinnerst. Ist es jetzt einfacher? Das ist jetzt auch komisch, es ist glaube ich beides. Es ist schwieriger und es ist einfacher. Es ist einfacher, und man vielleicht noch stärker kann sagen, was ist eben die Stärke vom Radio und dann sich mehr auf die zu konzentrieren. Das finde ich, das ist der einfache Teil. Und der schwierige Teil ist tatsächlich, dass wir dann vielleicht, wenn wir den Radiobeitrag gemacht haben, noch müssen den Online-Beitrag machen. Oder wenn es dann etwas ist, zuerst den Online-Beitrag und dann umstellen. Und das ist wirklich völlig etwas anderes. Das tue ich manchmal selber, wie das. Das eine ist einen Artikel machen, bebildern, und das andere ist Radio machen. Und das ist einfach nicht das Gleiche, als man fährt nochmal neu an, am einen oder am anderen Ort. Es kann ein Vorteil sein, dass man es schon mal gedacht hat, und dann geht es vielleicht schneller am einen oder anderen Ort. Aber es hat schon so seine Nase, effektiv. Also das
eben online noch aufzubereiten oder nach dem Online für das Radio nachher noch wieder die gleiche Geschichte anders aufzubereiten. Spannend, aber wenn man manchmal das Gefühl hat, jetzt bin ich fertig und dann sind wir, jetzt muss ich ja noch das andere machen. Mhm. Wie sieht es bei euch aus im Radio Bern 1? Sehr ähnlich. Also auch eben die Schwierigkeit, dass man... Also trägt noch andere Sachen, als im Herbst wird gewählt, muss man sagen. Also. Ja, und ich glaube, du hast mir recht lange gesucht, bis das ist gekommen, oder nicht? Nein, das ist schnell gegangen. Das ist nicht auf der Front. Mach dir keinen Gedanken. Ich muss länger schauen. Nein, es ist durchaus eben die Schwierigkeit, dass Radioleute plötzlich noch müssen ein Online-Produkt herstellen müssen. Also, das kennst du, wenn du für ein Radio Text ist gleich, ob du einen Schreibfehler drin hast und ob du das Komma gesetzt hast oder nicht, weil du musst es nur erzählen. Und online kommt eine neue Herausforderung dazu. Bei uns kommt noch die Herausforderung dazu, dass wir keine Bildagenturen haben und dort ist so ein bisschen, müssen wir unseren Weg finden. Und dann kommt es auch dazu, dass der Radioler plötzlich ein Foto machen muss an RMK. Man weiss ja, wie die Fotoalben aussehen mit dem Handy, das ist nicht immer einfach. Und sonst sehe ich das Internet eigentlich als sehr etwas Wertvolles, selbstverständlich wie sonst für die Gesellschaft auch, aber auch für unsere tägliche Arbeit. Aber die Konkurrenz für die Schnelligkeit, was das Radio machen angeht, ist natürlich sehr, sehr gross. Da können wir nicht mehr mithalten. Online. Ja. Okay. Die andere Frage jetzt so weniger. Wo da? Das ist gut. Ich will, Ein weiteres Zauberwort aus dem Journalismus möchte ich noch gerne gleich auch noch ansprechen, und zwar die Medienhäuser. Oder früher haben wir da auf dem Platz Bern haben wir so ein Medienhaus gehabt. Also sprich, zum Beispiel die Südostschweiz hat ja das immer noch mit Fernsehen, Radio und mit Zeitung Südostschweiz. Und alles wird über das Internet nachher auch noch verbreitet. Das gibt es in Bern jetzt nicht mehr. Jetzt dir als Lokalradio oder Radio, das aus der Lokalität berichtet, bedauert ihr das? Dass es das nicht mehr gibt, die Medienhäuser? Also gut, ich fände es jetzt für uns, finde ich, dass eigentlich, wir könnten so etwas schaffen. Wir sind jetzt vielleicht eines von dem Medium, das in den letzten Jahren nur gewachsen ist. Und wir werden höchstwahrscheinlich nächstes Jahr auch neue Leute anstellen. Und wir hatten natürlich nie ein Medienhaus gehabt. Rabe war immer super unabhängig. Ich stelle mir vor, wir experimentieren zum Beispiel mit einem Journal B zusammen, mit einem Online-Magazin, das uns eben erlaubt, dass wir manchmal schon noch ein Video oder noch Fotos zu unseren Radioberichten drauf tun. Wir müssen dort in zweit verwerten. Oder wir könnten uns, vielleicht werden wir in Zukunft mit einem Ausgangsmagazin, wir haben Ausgehtipps, und der Chefredakteur vom Bewegungsmelder macht auch einmal in der Woche eine Morgensendung, wo er die Ausgangstipps macht und sie jetzt schon immer gerade beiden Orten publiziert. Bei uns könnte es eher etwas Neues geben, dass wir zum Teil werden multimedialer arbeiten mit anderen zusammen. Also bei uns ist es kein Verlust, sondern bei uns könnte es eine Zukunft sein. Okay. Dass wir wie ein Medienhaus vielleicht auch arbeiten, wo vielleicht Rabe wahrscheinlich die stärkste alternative Medienmarke zu Bern ist, die vielleicht um Rabe herum sich entwickelt. Maria Wieran? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir allein sind auf Platz Bern. Also schon nur einfach der Ort, wo wir sind natürlich. Also ich muss vielleicht noch sagen, wir gehören den Zürichsee-Medien. Hat man das gesagt im Voraus? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, genau, hast du gesagt. Schon nur räumlich sind wir nicht allein, wir sind an diesem Dammweg mit allen zusammen. Wir haben dort auch Regenaustausch, zum Beispiel mit der BZ, wo wir am Morgen gleich noch an die Sitzung gehen und einander unsere Themen erzählen, auf Vertrauensbasis, dass wir dann auch nicht irgendwelche Primöre verschießen. Ich weiß gar nicht, nein, ich vermisse nichts und ich habe das Gefühl, wir sind sehr unabhängig von diesem Platz Bern, nicht im Sinn, dass wir keinen Bezug dazu haben. Und ich muss auch sagen, wir profitieren auch von unserem Mutterhaus, das in Zürich ist. Also am Zürichsee. Inwiefern profitieren? Wir haben einen Austausch mit dem Radio Zürichsee. Man spricht ja nicht nur über regionale Sachen, auch nationale und internationale Themen. Dass wir dort einen Themenaustausch machen können. In der Unterhaltungsabteilung bei uns wird da sehr viel Tonmaterial doppelt gebraucht. Themen, die total unabhängig sind, die miteinander austauscht werden. Und das läuft sehr gut. Okay. Gut. Medienhäuser, bedauerst du das? Vielleicht jetzt auch ein bisschen als jemand, der schon lange... Ja. Also man hat ja gesehen,
glaube, BZ hat mal gross gesagt, eben mit dem ganzen Medienhaus, das Newsroom und alles zusammen. Und irgendwie hat man dann mit der Zeit gehört, ja, das ist eine schöne Planungsidee gewesen, hat man schön gezeichnet und hat man sich vorgestellt. Und mit der Zeit hat man gehört, ja, das geht immer mehr wieder ein bisschen zurück. Und jeder tut dann gleich ändert ein bisschen für sich, und es funktioniert nicht wirklich. Was ich gehört habe, ist eher die Herausforderung auch jetzt bei Ihnen, dass mit dem Newsnetz bietet vielleicht so eine Grundversorgung und dann setzt man aber auf das Lokale und dort sind wir nachher ja der Konkurrent, jetzt auch im Online-Bereich oder auch im journalistischen Bereich überhaupt. Und da braucht es kein Medienhaus, das oben dran ist. Ich glaube, dort scheint der Kampf zu laufen und dort stachelt man sich gegenseitig an und das lenkt und mehr braucht es von mir aus gesehen nicht. Ein Kampf ist es, du sagst es, also eine Zeitung, die wird auf den Smartphones gelesen, das Fernsehen wird zeitversetzt geschaut oder irgendwie auch im Computer nachgeschaut. Wo ist da eigentlich die Zukunft fürs Radio? Wo findet das Radio Platz? Ich glaube, das Radio ist ein klassisches Aufstehmedium am Morgen. Wenn man einfach nur den Knopf anlassen muss, ist es eben doch noch etwas gäbiger, als wenn man die App auftun und sich durchscrollen und schauen, welche Geschichten man jetzt lesen will. Die bekommt man bei uns präsentiert zum Zuhören. Und man hat eine gewisse Unterhaltung, man hat die Musik dazu, wo alles für einen eigentlich auf dem Silbertablett serviert wird. Und ich glaube, das ist doch etwas Schönes und das hat auch Zukunft. Gut, das war schon vor 10 Jahren. Das ist so, aber... aber die Radiomacher, das sind doch Piraten, das sind doch Pioniere. Wir haben irgendwie von den Bändli-Schneiden irgendwie über MP3 bis zu der neuen jetzt digitalen Geschichte. Hätte das Radio nicht auch noch eine Vorreiterrolle? Ich glaube, es hat sich einfach verlagert. Jetzt gerade bei den Energy-Sendern ist es ja nicht nur ein Radio. Wir haben einerseits den Webauftritt, der jetzt nicht mit dem News-Redaktionellen zusammenhängt. Wir haben verschiedenste Events. Gerade jetzt im September war das Bern Energy Air mit verschiedensten Künstlern. Wir haben auch Energy TV zum Beispiel, wo ein Musiksender ist auf Swisscom und Cablecom, kann man es glauben. Also es ist halt vielleicht nicht das Radio an sich selber, was sich so wahnsinnig hat weiterentwickelt. Das ist's. Aber es wird echt kommerziell, kann man sagen. Ja, ringsherum, ja. Also jetzt sage ich, Energy ist eigentlich nur noch eine kommerzielle Maschine. Ja, also von etwas müssen wir ja unsere Löhne überkommen. Und das ist nun mal die Werbung bei Energy, als Privatradio, ja. Gut. 2025, in 10 Jahren, wie hört man da Radio? Also, ich habe vor einem halben Jahr haben wir die jährliche Vollversammlung vorab. Das ist quasi das höchste Gremium. Wir sind ja immer noch so anarchistisch, basisdemokratisch organisiert, offiziell. Und dort habe ich zum Spass habe ich dort einen Text vorgelesen, Rabe in 10 Jahren. Wo ich gesagt habe, gestern ist jetzt gerade die UKW abgeschaltet worden. Und wir haben uns zum Glück früh genug darauf vorbereitet und gehen jetzt nicht in ein tiefes Loch. Ein paar alte Hörer hören noch DAB und viele Junge hören Rabe auf Handys, auf weiss nicht was, haben sich Rabe implantiert, haben Rabe Implants. Und, aber ich habe gesagt, die Haupteinnahmequelle von Rabe wird dann irgendwie der T-Shirt-Verkauf sein, weil einfach die Marke Rabe sich enthalten hat. Das war natürlich eine Provokation an unsere Mitglieder. Denken daran, wie wollen wir weiter Radio machen in Zukunft. Und ich habe das Gefühl, wir haben grosse Chance, dass jetzt bei Rabe wird es wie zwei Wege geben. Das eine ist es On-Demand, wo immer wie mehr wird kommen. Weil wir haben 200 Freiwillige, die hobbymässig Radio machen. Und das sind 200 Kuratoren und Kuratorinnen, die auf der ganzen Welt Musik oder Geschichten zusammensuchen, wo nicht nach Algorithmen wie ein Spotify oder so funktionieren, sondern wo immer noch Menschen sind, die irgendwo etwas suchen und dann irgendwie auf eine lustige Art präsentieren. Das habe ich auch prophezeit, dass die Leute im Ausland werden Berndeutschkurse belegen, dass sie können Rabe hören und verstehen, was zwischen der tollen Musik, die gespielt wird, auch noch geschwätzt wird. Und der andere Weg ist sicher, ist quasi schon das traditionelle Radio, wo ich glaube, das wird zwar in Zukunft vielleicht mehr auf den Handys laufen oder so, wird man auf den Handys laufen, das ist das Lineare.
wo Rabe sicher weiterhin auch noch ein Berieselungsradio irgendwo durch wird bleiben, wie es jetzt auch ist worden. Wir sind nicht mehr das Einschaltradio, das man vor 20 Jahren mal wollte gründen, wo die Leute wirklich dann einschalten. Das sind wir schon lange nicht mehr. Wir haben am Abend und am Wochenende alle Spezialsendungen und durch den Tag ein relativ lockeres Programm, wo manchmal, ich bin auch schon reingekommen und dachte, jetzt tönen wir schon wie Radio Bern. Geht gar nicht. Nein, aber das wird sich auch so sicher, habe ich das Gefühl, weiterentwickeln. Also ich glaube, dort werden wir irgendwo durch ein traditionelles Radio bleiben. Und andererseits werden wir auch, wir machen auch Events. Wir machen, nächstes Jahr haben wir 20 Jahre Jubiläum. Dann machen wir jeden Monat ein riesen Event. Also das wird, es kann schon sein, dass sich dort auch etwas vom Radio, vom traditionellen Radio wegverlagert. Oder zu den T-Shirts. Also Michael Spar, seine Zukunftsvision, quasi eigentlich Horrorszenario für dich, Peter Brandenberger, 2025, lässt doch niemand mehr 17.30 Uhr zu Regie Bern. Ja, der lässt es irgendwie auf dem Podcast. Von dann an irgendein hat sicher Zukunft. Ich finde, eins gibt es halt die fixe Zeit gleich noch. Ich glaube noch an die und ich glaube auch das, was man dort kann bieten kann, wo Einschalten am Morgen ist das eine, Nachrichten immer wieder bieten, periodisch und klar und gut ausgelesen, gut selektioniert und gut übergebracht. An das glaube ich auch. Dazwischen ist Begleitung. Und dann gibt es aber noch wirklich etwas, wo das Mündliche anders ist als alle anderen, was sonst niemand transportieren kann. Zum Beispiel ein gutes Gespräch. Und das gute Gespräch hat eine andere Qualität als ein geschriebenes Intro mit Herrn Pulver. Der Herr Pulver hat das bei uns gesagt, hat das anders getönt, als es in der Zeitung zu lesen ist. Und ich glaube, wir müssen uns besinnen auf die Stärken. Und das ist einerseits eine Reportage, aber es ist vor allem auch das Gespräch, weil dort kommt zwischen den Zielen Zeug über, wo niemand anders kann. Das Bild lenkt auch nicht ab, wie vielleicht beim Fernsehen. Also man hört wirklich auf einen Inhalt, beziehungsweise auf wie der Inhalt transportiert wird. Und wir müssen uns, wie alle anderen, auch überlegen, was ist unsere Stärke, und wie pushen wir die, wie gehen wir viel in die rein und ganz anders überlegen wir halt andere. Und an diese Stärke glaube ich auch in 10 Jahren auf jeden Fall noch. In 10 Jahren, 2025, Morgenradio und viel Musik und Unterhaltung? Denke ich schon, ja. So wie heute. Ja, wie heute, ich weiß nicht, ich mache noch nicht mal 10 Jahre Radio, also ich habe noch nicht einen 10 Jahre Schritt gemacht. Aber ich denke es schon, eben, vielleicht ist der Empfang mobile ist sicher ein enormes Thema, DAB, vielleicht gibt es dann schon gar nicht, was wissen wir schon, oder? Aber ich denke, dass es eben doch etwas ist, wo man gern präsentiert bekommt, das Radio. Maria Wieland, Radio hören 2025, im Auto, schaltet man da noch ein? Selbstverständlich. Nichts ist so emotional und so nah beim Hörer wie Radio. Wir können ihm Guten Morgen sagen, wir können ihm Guten Abend sagen, wir begleiten ihn eben beim Autofahren, wir unterhalten ihn. Es ist genau das, was Peter gesagt hat. Die Codes, die wir wiedergeben, sind sehr nah und sehr echt. Nicht, dass die Zeitungen nicht echt wären, aber... Es kommt einfach nicht gleich daher. Und ja, sonst kann man kann sagen, man kann sich eine Playlist machen auf Spotify und dann hat man die Musik, die man will. Und man kann sich seine News ganz, ganz punktuell im Netz holen. Aber einfach so präsentiert, bekommst du es im Radio portionengerecht, zielgruppengerecht und eben noch menschlich und nahe am Mensch. Und ich denke, das ist das, was uns ausmacht. Und darum schaltet man in 10 Jahren im Auto noch Radio ein. Gut, danke vielmals.